hereinspaziert zum letzten Test bei der Eishockey-Challenge in Slowenien. Der heutige Gegner ist der Gastgeber. Die Ausgangslage für Österreich eigentlich sehr gut. Ungarn hat nämlich Norwegen mit 2:1 geschlagen und deswegen könnte sich die ÖEHV-Auswahl den Turniersieg sichern. Slowenien in Blau zeigt vom Start weg druckvolles Eishockey. Edo Derglav und Brückler artistisch. Ja, ja, die Slowenen machen ja keinen Hehl draus, dass sie Eishockey spielen können. Das zeigt sich auch in Minute 6. Powerplay für Slowenien. Kovacevic, das war das 1:0. Bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur die Gastgeber offensiv aktiv. Das Tor also irgendwo auch verdient. Aber für Österreich natürlich extrem unglücklich. Kirisitz fälscht die Scheibe giftig ab. Zu giftig, wie man gesehen hat. Nach gut 10 Minuten wird Österreich stärker, kommt wesentlich öfter vor das Tor der Gastgeber, wie hier Raffel und Peintner. Die Gilligan-Jungs in dieser Phase richtig gut drauf. Österreich erspielt sich Chance um Chance. Christoph Harrand mit der nächsten Möglichkeit. Aber auch die bleibt ungenützt. Österreich hat deutlich mehr Torschüsse, aber die Scheibe will einfach nicht rein. Raffel, kurz vor der Pause, ebenfalls nicht erfolgreich. Es wird hier lange diskutiert, ob der Puck nicht doch drinnen war. Es gibt den Videobeweis und der ergibt, dass hier kein Tor gefallen ist und ich denke, es ist eine richtige Entscheidung. Nach 20 Minuten steht es 1:0. Es waren durchaus attraktive 20 Minuten. Der Mittelabschnitt startet dann etwas schleppend. Die Slowenen kombinieren sich aber schön rein hier. Raschinger und dann zeigt Brückler seine Klasse. Ansonsten verläuft das Spiel eigentlich relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Österreich. Die Gastgeber in der Folge eher zurückhaltend. Doch dann Rottmann auf Rottmann und es steht 2:0. Eine Koproduktion der Brüder. Marcel ist es am Ende, der die 2-Tore-Führung der Slowenen klar macht. Das war's dann mit dem zweiten Drittel. Die Gastgeber führen, wie gesagt, mit 2:0. Rein in den letzten Abschnitt. Beide Teams neutralisieren sich gegenseitig. Höhepunkte gibt es kaum. Stefan Ulmer durchbricht die aufkommende Langeweile. Gegen Ende wird das Spiel aber wieder etwas besser. Das liegt aber in erster Linie an den Österreichern. Peintner scheitert hier. Der Offensivdruck der ÖEHV-Auswahl in den letzten Minuten richtig gut. Orange, auch er will den Puck einfach nicht unterbringen. Die letzte Aktion gehört dann den Slowenen. Ein Empty Net Goal von Edo Derglav. Damit steht es 3:0. Das ist auch gleichzeitig der Endstand. Slowenien holt sich damit den Turniersieg. Österreich spielte über weite Strecken eigentlich recht ordentlich. Nur das mit dem Tore schießen, das hat heute einfach nicht geklappt. 42 Schüsse blieben ohne Torerfolg.